Schluss mit den digitalen Menschenrechtsverletzungen. Oder sind wir nicht alle ein bisschen behindert? Ein Buch geschrieben und gesprochen von Peggy Reuter-Heinrich. Kann die KI auch Menschlichkeit? Ist die KI vielleicht sogar unmenschlich? Was macht die KI eigentlich mit uns Menschen? Irgendwo gefangen in der KI im September 2023. Wer hat es nicht schon gehört und kann es vielleicht sogar nicht mehr hören? KI, künstliche Intelligenz, ist spätestens seit Beginn 2023 in aller Munde. Sie soll alles können und nun alles richten. KI scheint auch immer wieder die Antwort auf alle Fragen und Lösungen für alle Herausforderungen zu sein. Alle großen IT-Firmen investieren viel Zeit und Geld in die Erschließung des Themas und stellen nun viele Angebote bereit. Was macht denn diese ominöse künstliche Intelligenz eigentlich? Selbstlernende Systeme, also Computerprogramme, sammeln und analysieren von Menschen erzeugte Daten. Diese Daten können geschriebene Texte, Bilder, Audios und Videodateien sein, aber auch Programmquellcode oder große Informationsdatenbanken. Mittels komplexer mathematischer Algorithmen erstellt dann diese KI neue Dinge, passend zu den wiederum von Menschen oder auch der KI an die KI gegebenen Befehlen oder Aufforderungen. Die Ergebnisse können dann wiederum neue Informationen, Texte, Bilder, Videos, Audios oder auch Quellcode sowie Befehle sein. Diese kann sich die KI dann selbst erteilen und damit wiederum anderes kreieren. Das alles geschieht nach nur wenig menschlichem Zutun über große, leistungsstarke Computer, für das menschliche Auge unsichtbar, verborgen im Hintergrund und teils sogar von Maschine zu Maschine. Die angeforderten Ergebnisse kommen von der KI mittlerweile unglaublich schnell und hochwertig heraus. Wie schon erwähnt, bin ich selbst ITlerin und UX-Designerin, habe durch meinen Ehemann und Geschäftspartner auch viel mit Softwareentwicklern zu tun. Vor knapp einem Jahr haben wir in unserem Team und mit anderen IT-Freunden noch gelästert und gesagt, dass das ja qualitativ wohl nichts werden würde mit den Ergebnissen. Die KI könne einfach nicht Bilder erzeugen, wie wir sie als Designer mit unseren Profi-Tools machen. Quellcodes oder Software, wie echte Programmierer sie schreiben würden, könnte eine KI schon gar nicht. Nein, sowas kann und wird nicht passieren. So unsere feste Überzeugung. Aber die Entwicklung im Rahmen der KI ist rasant schnell, viel schneller als erwartet. Natürlich haben wir uns als ITler und UXler mittlerweile mit dem Thema KI selbst auseinandergesetzt. Erstmal versuchsweise und spielerisch dachten wir. Mein Mann als Chefentwickler hat mal ChatGPT auf eine klassische Programmieraufgabe angesetzt. Sein Team hatte vorher den Aufwand dafür abschätzen lassen. Ungefähr einen Tag, meinten die Kollegen. Eigentlich mit der Erwartungshaltung, dass da nicht viel bei rumkommen kann, hat er dann mal ChatGPT mittels entsprechender Befehle, den sogenannten Prompts, diese Aufgabe programmieren lassen. Der Aufwand für das Formulieren der Befehle und das Nachschärfen für ihn an ChatGPT war noch nicht mal eine halbe Stunde. Natürlich hat er das Ergebnis auf Herz und Nieren geprüft, zusammen mit dem Team. Das Ergebnis war erschreckend gut, im Grunde fast verwertbar. In Zeiten, wo Entwickler Mangelware auf dem Arbeitsmarkt sind, macht das ein bisschen Hoffnung, zumindest manch interne Kleinigkeit schnell erledigt zu bekommen. Für Kundenprojekte bleibt die Nutzung von KI aber absolutes Tabu, so unsere Entscheidung. Als Designerinnen haben wir natürlich auch die Möglichkeiten der KI durchgespielt und auf grafischer Ebene Versuche gemacht. Dabei haben wir uns vorrangig mit dem Kreieren von Bildern beschäftigt. Zugegebenermaßen hat das sogar recht viel Spaß gemacht. Dafür gibt es mehrere Plattformen. Die besten Ergebnisse
brachte uns eine kostenpflichtig recht verbreitete Lösung im Mix mit den neuen Möglichkeiten einer professionellen Bildbearbeitungssoftware, die wir im Arbeitsalltag auch im Einsatz haben. Passend zu unseren textuell formulierten Ideen hat die eine KI-Plattform dann die gewünschten Bilder generiert. Das geschieht auch dadurch, dass die von Menschen über die Jahre angelegten Bilddaten aus dem Internet in komplexen mathematischen Prozessen im Hintergrund von der KI analysiert werden. Auf der Analysebasis der Ergebnisse kreiert die KI dann etwas vollkommen Neues. Die Ergebnisse sind wirklich sehr beeindruckend. Häufig bleiben aber noch Wünsche offen oder so manches ist verzerrt dargestellt. Es klingt fast verrückt, aber manchmal hat die KI in kleinen Details fast diskriminierend wirkende Dinge generiert. Etwas, das wir als Behinderungen bezeichnen würden. Auf manchen Bildern waren dann Klumpfüße, verkrüppelte Hände oder 6 Finger an einer Hand enthalten. Ebenso waren Gesichtsausdrücke schlimm verzerrt oder manche Kombination fast rassistisch. Natürlich ist so etwas nicht akzeptabel, sodass meine Kollegin und ich viele Bilder noch bearbeitet haben über andere Tools. Bei Bildern ist das Thema Bildrechte auch eine immer wieder relevante Sache. Bei menschengemachten Bildern liegen die Bildrechte bei den Künstlern sowie teils auch bei den dort abgebildeten Personen. Wer die Bilder nutzt, muss an die Künstler zahlen, außer sie sind zur Nutzung freigegeben. Bei der KI verhält sich das anders. Das Urheberrecht liegt in diesem Fall nämlich bei der KI. Man darf die KI nutzen, hat aber kein Urheberrecht daran. Das ist ein Stück weit fair, zieht aber andere Herausforderungen nach sich. Mit dieser KI entstehen nämlich auf Basis von menschengemachten, teils urheberrechtlich geschützten Bildern nun Kreationen, für die die KI das Urheberrecht beansprucht. Ein schwieriger Kreislauf, der noch nicht aufgelöst ist. Auch die Kreativleistung von Designern fällt unter dieses Thema. Es beschleicht mich ein wenig das dumpfe Gefühl, dass wir Designer bald ersetzt werden könnten durch eine substituierende Leistung oder digitale Produkte der KI. Einen Weg raus aus diesem Dilemma sehe ich heute noch nicht. Ähnlich verhält es sich mit KI-Lösungen, deren Ergebnisse eher textueller Natur sind. Auch damit haben wir viel ausprobiert und manches sogar genutzt zur Weiterverarbeitung in internem Kontext. Mit ChatGPT haben wir uns Fragen wie Antworten oder auch ganze Texte generieren lassen. Auch hier waren die Ergebnisse erschreckend gut, besser sogar als manches selbstgeschriebene. Ich selbst habe eine latente Legasthenie, schon von Kindheit an. Meine Texte erkennt man an noch vorhandenen Rechtschreibfehlern, sowie dem ein oder anderen fehlenden Wort oder Halbsatz, weil meine Gedanken schneller sind als meine Finger. Texte von ChatGPT erkennt man an der orthografischen Perfektion. Dort ist kein einziger Rechtschreibfehler oder auch Satzfehler zu finden. Allerdings fehlt es in Texten aus der KI an Empathie, Menschlichkeit, Persönlichkeit und Erfahrung. Wie auch, da steckt kein Mensch dahinter, sondern eine Maschine. Mein Buch ist zu 100% von mir selbst geschrieben, basierend auf meinen Gedanken, Gefühlen, Erlebnissen und Erfahrungen. Es ist von meiner 84-jährigen Mama lektoriert worden, mit Sprachkompetenz, Bewusstsein für die richtigen Zusammenhänge, aber insbesondere mit Liebe und Verständnis. Was wir hier mit emotionaler Intelligenz geleistet haben, kann die künstliche Intelligenz einfach nicht und wird sie auch nie können. So manches Unternehmen und manche Verlage haben einige Autorenleistungen mittlerweile in die KI verlagert. Es heißt, es gäbe schon jetzt ganze Bücher, die von der KI geschrieben worden sind und dann in den Markt gebracht worden. Auch heißt es, dass so manches Unternehmen mittlerweile Menschen durch die KI ersetzt
und sogar Journalisten oder andere Autoren entlassen habe und nicht mehr brauche. Teils schon jetzt durch die KI ersetzt zu werden, ist für die Drehbuchautorengilde der USA ein valider Grund, in Streik zu treten und protestierend auf die Straßen zu gehen.